Hallo Römerlin-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Wir waren hier stehen geblieben. Es ist die Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich weiß nicht, was wir schon gemacht haben. Waren wir hier schon drin? Ich weiß es echt nicht. Wie es aussieht schon, denn wir haben kaum Goldmünzen. Und ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Es ist Ewigkeiten her. Ich glaube, wir müssen irgendwo da rechts unten lang. Und wie es aussieht, ein paar Powerstachel besiegen, die relativ gutes Damage drücken und ziemlich schnell sind. Das ist das Problem. Aber gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Alter, wieso halten die so viel aus? Obwohl der Schaden von Fumi gerade echt nice war. Nice, Deka, komm. Ja, schöne Sache. Alter, sogar diese kleine Mini-Biene macht mega Damage an DK, Alter. Scheiß die Wand da. Das ist krass. Und sogar die hält ziemlich viel aus. Aber easy besiegt. Nice. Müssen wir hier rüber vielleicht? Ich glaube schon, oder? Ach komm. Geh weg. Du Flora. Dim, 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 dim. Kumarbi, okay. Was gibt's denn hier so? Ort zum Speichern, okay. Einen kleinen süßen Brunnen. Ist ja sweet. Anderes Haus. Magie-Shop, okay. Gehen wir mal hier rein und gucken, was es hier so gibt. Stärker. Haben sie schon, okay. Vitales Ausrüst. Sog. So. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Gucken wir mal noch in den Shop. Rein bitte, danke. Und gucken, was es hier so gibt. Ja, normalerdings. Heiltränke gibt es. Okay, cool. Waffen. Klingenrute. Und Multischwert. Multischwert ist aber schlechter. Eisenhemd. Erhöht die Kampfkraft und füllt die KP um 50% auf. Das ist... Oh, der ist schon mal schön eigentlich. Metallpanzer. Was hat... Gaiden. Oh, Gigakraft. Wir haben keine wirkliche Goldmünzen, das ist das Problem. Gehen wir nochmal schnell ins Inn und heilen uns ein wenig. Ja, klar. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier oben lang. Man geht weg, ihr... Oh. Das war nicht schlecht von Fumi. Heilige Kacke. Was ist denn hier? Wo sind wir denn? Nordtempel Kumarbi, okay. Das ist ein heiliger Ort. Wenn ihr nichts braucht, geht bitte. Okay. Was müssen wir denn machen? Verdammt. Ich hätte mir den Part vorher nochmal angucken sollen. Also den letzten Part. Ich werde sie überreden. Komm später wieder. Okay. Müssen wir hier vielleicht irgendwen anlabern oder so? Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Ja, cool. Ist doof gelaufen. Ich war beim Arbeiten so schnell müde. Das kenne ich. Shit. Was müssen wir denn machen? Ach stimmt, Moment. Diese Frauen wurden doch... Moment. Die Frauen wurden doch da entführt oder so, ne? Irgendwie sowas war da doch. Glaube ich. Ja, wir müssen in den Tempel hier, genau. Genau, wir müssen in den Opferturm, richtig. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Jetzt bin ich wieder im Game. Dim, 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 dim. Ach ja, Lufia-Musik. Die habe ich vermisst. Gegen den will ich jetzt ungern kämpfen irgendwie. Gucken wir mal hier weiter. Okay, ach komm, diese Flammenküken, Gülleküken, kennen wir ja schon. Aus der Ahnhöhle, oder kennen wir die auch schon aus einem anderen Tempel oder so? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass wir sie auf jeden Fall aus der Ahnhöhle kennen. Und sie jetzt plätten werden. Und noch einmal alle angreifen. Nice.
Ja, das müsste auch besiegt sein. Ja, richtig. Und jetzt kommt Fumi. 47 Damage. Na, ja, ist okay. Ist okay. Aber Guy regelt doch nicht komplett, okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass der dadurch stirbt, aber gut. Schön viele Level-Ups, nice. Ach, das Ding da beamt uns nach unten, ne? Ja, ich glaube schon. Drachoras. Auch kein Problem, denke ich jetzt mal. Obwohl wir an sich echt wenig Damage machen, oder? Kommt mir das nur so vor? Ido und Knopf. Doki hat relativ viel KP verloren, aber wir haben ja Zauber, ne? Ist ja nicht so wie in der Ahnhöhle, dass wir da, ne? Angst haben müssen. Zum Glück ist es nicht so. Gut. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was wir hier, wo wir hier sind, wo wir hier lang müssen, was es hier alles gab. Es ist zu lange her, dass ich das gespielt habe, das Spiel. Also auch durchgespielt habe. Okay. Haben wir. Ja, wir haben den ausgerüstet. Nice. Wir greifen sogar zuerst an. Haben wir eine ZP? Nein. Chaoskralle. Ma. Brauchen wir jetzt nicht. Donnerschlag. Ja, lassen wir mal. Und noch ein Donnerschlag. Egal, komm. Die ziehen wir auch so weg. Kein Ding, kein Ding. Das war leider der falsche Fumi. Aber. Ja, gut. DK regelt auch einiges an Damage, macht er. Das ist wundervoll immer noch. Oh Mann. Chaos. Oh, schön. Hm. Dein Ernst? Warum ruft er denn jetzt Verstärkung? Aber, ja, DK und Kai regeln. Mann, Alter, die machen Schaden, ey. Das ist schön. Das ist herrlich. Herrlich. Okay, hier oben ist nichts mehr. Schön. Ah, Moment, okay. Okay, das... Ah. So, so, die sind dann runter, genau. Und hier können wir dann gleich durchgehen. Weil wir gerade den Weg da aufgesprengt haben. Hier? Ja, hier. Okay, okay, das war ein relativ simples Rätsel. Eieieiei. Gut, gehen wir weiter. Mal sehen, hoffentlich finden wir hier noch irgendwie eine gute Waffe oder so für irgendwen. Was ist hier? Ja, wir müssen erstmal den Weg da gehen, würde ich sagen. Gehen wir mal diesen Samurai. Na, dieser Amokkrieger. Und ich glaube, hier setze ich auch eine Chaoskralle ein und einen Donnerschlag und noch einen Donnerschlag. Macht nicht mal so viel Damage, wie ich erwartet habe. Wow. Ich habe irgendwie echt um einiges mehr Damage erwartet. Aber gut, von so einem schönen Donnerschlag, ja doch. Eigentlich schon. Chaoskralle macht dafür schön Damage, genauso wie DK. DK einfach mit einem normalen Angriff, ey, das ist heftig. Es ist einfach heftig. DKs Damage ist unglaublich. Ich wollte eigentlich... So, Zauber, stark... Okay. Ja, das war schlau von mir, dass ich... Das war super schlau von mir, dass ich da einfach so reingerannt bin. Aber gut. Was soll's. Wir machen einfach echt viel zu wenig Damage. Was ist denn los mit uns, ey? Scheiße. Die sind besiegt. Super. Gehen wir hier lang. Da kommen wir später, glaube ich, noch hin. Denke ich jetzt einfach mal. Geil. Es gibt Essen bei mir jetzt. Schön. Dann würde ich mal sagen, Schlüssel gefunden. Okay. Ich mache ja einmal kurz einen Cut, Leute. Wir sehen uns nach dem Cut wieder. So, Leute. Ah, geh weiter. Ah, schön gegessen. Ach, ich war auch schon dran an der Kiste, genau. Schön Bauern. Warte, was war das? Bauerneintopf? Nee, fuck, wie heißt das? Doch, ich glaube, irgendwie so heißt das Essen.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es heißt Bauerneintopf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Hackbällchen in irgendeiner Soße mit Karotten und Erbsen und Kroketten dazu. War lecker. War auf jeden Fall lecker. So, jetzt können wir erstmal hier durch. Und die Kiste holen. Eisring. Hm, hört sich interessant an. Mal gucken, was der so macht. Erhöht die Bewegung. Macht den Angriff um 20 runter, senkt die Abwehr um 15. Macht den Angriff um 20 runter. Angriff runter. Okay, ich glaube, Selan kriegt den, ja. Selan kriegt den. Gegen die Oktopussis will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Danke. Und weiter nach hier. Und nach dort. Verdammt! Überraschungsangriff. Natürlich ist es ein Überraschungsangriff. Oh, damn. So, so. Ich wollte nicht flüchten, verdammt. Okay, Chaoskralle bitte. Auf den. Normaler Angriff auf den. Donnerschlag auf den. Und Tornado. Machen wir mal Tornado. Auf alle? Auf alle. Komm. Ich weiß nicht. Einfach mal gucken, was das so für Damage macht. Den. Den. Das macht ja gar kein Damage. Mann, was ist das denn? Wieso tut mir dieses Spiel das an? Ja, Doki sollte gleich mal ein bisschen geheilt werden, würde ich sagen. Dekon gar nicht. Selan ist eh full life. Chaoskralle macht so ein schönes Damage. Oh, ist das herrlich. Ja, machen wir nochmal einen Angriff von Selan. Selan hat ganz viel Elan, diesen Kampf zu gewinnen. Und ja, komm. Mach Doki halt mal Heilung auf alle. Ist ja okay, kann er ja machen, ne? Stört ja nicht. Oh Gott. Okay, gut. Ah, schade, kein Überraschungsangriff. Ich habe gerade auf einen Überraschungsangriff gehofft. Und wir machen, glaube ich, mal... Ja, wir machen mal Schock auf alle, mal sehen. Das macht auch kein Damage, Mann. Oh mein Gott. Das war schönes Damage, Fumi. Das war schönes Damage. Das war wundervolles Damage. Und besiegt. Nice. Schöne Sache. Okay. Was ist mit der Schnecke los? Ich weiß es nicht. Was müssen wir? Wir müssen das, glaube ich, dorthin schieben. Damit wir hier durchkommen. Genau. Das runter. Und ich denke, den jetzt nach hier. Oder auch nicht. Ah, doch. Okay, cool. Gut. Ich dachte gerade, hä? Aber hat alles so funktioniert, wie es sollte. Und man, jetzt... Danke. Ach so. Erstmal holen wir uns ein neues Kopselmonster. Lufti schließt sich an. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon irgendwie. Nennen wir ihn mal. Ich weiß nicht, ob ich den Namen schon vergeben habe. Okay, dann nehmen wir einen anderen Namen. Dragon passt nämlich nicht hin. Nehmen wir Kuru. Und jetzt müssen wir, glaube ich, Bomben legen, ne? Ich glaube, so war das. Genau. So. Irgendwie. Okay, das, könnte ein bisschen dauern. So, genau. Dann machen wir das mal so. Machen wir das nochmal so. So. Irgendwie so. Okay. Oder auch nicht. Moment. Irgendwie so.
Nee, das macht da irgendwie auch keinen Sinn, oder? Nee. So. Ah, das macht auch keinen Sinn. Das hätten wir jetzt hier, genau. So. 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 Verdammt. Okay, Moment. Machen wir so. Irgendwie, irgendwo, irgendwann schaffe ich das. Jetzt haben wir das schon mal. So vielleicht. Dann nochmal so. Dann so. Ich hab echt keine... Alter, verdammt. Drecksrätsel. Shit. Okay, Moment. Ich setz mal kurz den... Kann ich mal... Danke. Ursprungszauber einsetzen, bitte. Danke. Gut, wie machen wir das jetzt? Wir fangen mal an... Hiermit. Hiermit. So. Haben wir das? Jetzt sind wir wieder in so einer Ausgangsposition, verdammt. Okay, Moment. Machen wir das mal so. Dann so. Irgendwie so vielleicht. Verdammt. Leute, ich hab... Ich... Wow. Moment, fangen wir nochmal hier an. Machen wir das mal so. Dann so. Wow, dein Ernst? Das ist, glaube ich... Ja, okay, ich dachte gerade. Das ist easy, aber... Doch nicht so easy. So. Dann machen wir es mal so. Moment. Was sagt denn das hier? Kehrst du alle Platten um, geht die Tür auf, Diedeldum. Ja, wow, okay, das ist mir selber auch schon aufgefallen. Wenn ich das so mache, habe ich das, genau. Mache ich das mal so und das mal so. Wenn ich hier und hier... Da fehlt mir die Platte da, aber Mann. Irgendwie so. So vielleicht. Das hatte ich auch schon. So. Ist das abgefuckt? Ich bin gerade am Abkacken. Moment mal, alter Vater. Hä, geht das überhaupt? Ohne Scheiß. Hab ich irgendwie, weiß nicht, irgendein Item oder so? Nee. Ah, endlich. Ho.
Okay, die Tür ist schon mal offen. Okay, dann muss ich jetzt alle so umändern, dass die erstmal... Das war jetzt nicht geplant. Dass alle außer die Mitte umgedreht sind, bitte. Bitte alle außer die Mitte, Mensch. So. So und so. Genau, und dann hatte ich wie? So und so, ne? Nein, Mann, fuck! Ich wollte die... Mann, dass ich immer zu weit laufe ist. Okay, Leute, ich muss den Part beenden. Mach ich gleich, Leute, mach ich gleich. Das war, glaube ich, gerade sogar einfacher. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.